Maul. Hey Leute, was geht ab? Willkommen zu diesem Video. Ja, wie ihr mit der Konsole schon sehen könnt, bin ich in einem FIFA-Turnier eingeladen worden. Und zwar spielen wir den FIFA World Cup in FIFA halt. Und ja, wir fangen auch direkt mal an mit den Teilnehmern. In Gruppe A sind Italy Game mit Italien, ALTV mit Deutschland, The Quick Player TV mit Spanien, der Düsseldorf Kicker mit Argentinien. Das ist die Gruppe A, eine sehr, sehr starke Gruppe. Und das sind alles mehr kleinere YouTuber. Links auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Ja, und dann kommen wir in Gruppe B, da bin ich ganz oben mit Portugal, eine sehr starke Mannschaft, finde ich. Ich konnte mich eigentlich noch zwischen allen Mannschaften entscheiden, außer Frankreich genommen. Ich hatte auch erst Brasilien genommen, aber habe mich dann für Portugal umentschieden. Ja gut, dann haben wir noch FIFA TV mit Belgien, Nebelfisch mit Brasilien und Trackback FIFA, der die Idee hatte, dieses Turnier zu machen, beziehungsweise auch das Ganze organisiert hat, mit Frankreich. Ja, und dann gucken wir uns mal mein Team an. Ich bin mit Ronaldo im Sturm, mit Nani auf links außen und mit Gelsen Martin auf rechts außen. Und natürlich mit einer Fünferkette, damit hinten nichts durchkommt. Alle drei Stürmer vorne haben 5-Star Skills, das finde ich richtig geil. Ja, und dann kommen wir noch zu den Regeln. Und zwar ist es immer so, dass immer Hin- und Rückspiel ist, weil wenn jemand gegeneinander spielt, machen erstmal die Gruppenphase. Und die Besten spielen dann gegen die Besten aus Gruppe A, gegen die Besten aus Gruppe B. Das Hinspiel kommt immer bei einem auf dem Kanal, das Rückspiel bei dem anderen. Deswegen wäre es sinnvoll, alle mal zu abonnieren oder mal bei allen vorbeizuschauen, weil ich spiele jetzt sogar als erstes direkt gegen Dragback FIFA, der das Ganze, wie gesagt, organisiert hat. Das Hinspiel seht ihr wahrscheinlich auf meinem Kanal, das Rückspiel auf seinem. Deswegen schaut mal bei ihm vorbei. Und das Ganze spielt übrigens auch gar nicht in Ultimate Team, wie ihr jetzt gerade gesehen habt. Das habe ich jetzt nur gemacht, damit ihr es besser sehen könnt, sondern einfach ganz normal Freundschaftsspiel. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, schaut auf jeden Fall bei den anderen vorbei. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt mal in die Kommentare oder spammt die anderen Kommentare von den anderen Leuten voll. Und bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.